Ja, Bero, Kiel, da war mal was vor 3 Jahren. Last-Minute-Sieg damals. Kai Bülow hat das Tor gemacht. Wie froh wärst du, wenn es ähnlich laufen würde? Das ist ganz schön weit zurück. Na, wie froh wärst du, wenn es ähnlich laufen würde, wenn du nochmal so ein Spiel gegen Kiel hinlegen könntest? Ja, froh wäre ich bestimmt, wenn wir das Spiel gewinnen würden. Also klar gehen wir in das Spiel, um das Spiel auch erfolgreich zu gestalten, aber wir wissen ganz genau, wie schwer es wird. Kiel hat im ersten Spiel gegen HSV gleich 3-0 gewonnen, auch in Hamburg. Haben sie auch qualitativ, wenn jetzt nicht so viel verschlechtert, klar, Drechsler abgegeben, aber trotzdem mit Lee natürlich wieder einen Top-Neuzugang gehabt. Auch so die Mannschaft finde ich sehr unangenehm. Spielen einen guten Fußball, spielen auch in Zweitliga untypischen Fußball, sehr viel auf Ballbesitz, aber ist ja klar, Tim Walter, seine Handschrift. Auch gegen Heidenheim sehr viel Ballbesitz, klar die rote Karte von Vandenberg nach 47 Minuten. Hat dann den Spielverlauf ein bisschen auf den Kopf gestellt, aber ich finde eine richtig gute Mannschaft und sind nicht umsonst letztes Jahr Dritter geworden. Also wird eine riesen Herausforderung für uns. Aber ich hoffe, dass wir es zusammen vielleicht mit den Zuschauern und mit dem Stadion Sonntagabend 18.30 Uhr schon was Besonderes, DFB-Pokal, dass wir es vielleicht hinkriegen. So, die Auftritte von euch bislang haben wir relativ gut ausgeschaut unterm Strich, aber die Nackenschläge kamen dann relativ spät im Spiel erst immer. Hast du das Gefühl, man hat es jetzt ändern können? Oder bist du vielleicht einmal froh im Pokal gegen einen Zweitligisten, wo es jetzt vielleicht nicht so um Punkte geht, dass man da ein bisschen befreiter aufspielt? Ja, befreit haben wir auch so aufgespielt. Also ich denke, dass wir gerade gegen Uerdingen, glaube ich, das wird das beste Spiel, also auch eines der besten Heimspiele, die ich mit der Mannschaft gemacht habe, seitdem ich Trainer bin. Also da ging es eigentlich mehr darum, nochmal zu zeigen, dass wir Dinge einfach vorne reinmachen und einfach ja, im letzten Moment vielleicht nochmal den nötigen Biss haben, das Ding zu verteidigen. Darum ging es, aber ich habe viele positive Sachen gesehen und ändern können wir es im nächsten Spiel, also im nächsten Ligaspiel. Der Pokal hat ein eigenes Gesetz, jetzt muss ich 5 Euro zahlen. Aber es ist so, Pokale sind eigene Spiele und da hat, glaube ich, immer auch die Mannschaft, die vermeintlich der Underdog ist, immer eine Chance, auch den Größeren zu schlagen. Und das wollen wir versuchen am Sonntag. Ist es bei dir auch im Hinterkopf, dass du 2 Spiele schon gegen den gegnerischen Trainer verloren hast, oder ist dir das scheißegal? Ja, ich kann schon immer schlafen, deswegen. Aber es ist mir eigentlich relativ egal. Ich spiele nicht gegen Tim Walter, ich spiele gegen Kiel. Und dass er seine Spielweise nicht ändert, das war mir auch klar, dass er so mutig Fußball spielt wie auch bei Bayern. Mal schauen, jetzt hat es 2 Spiele ganz gut ausgesehen. Mal schauen, wie sich die Zweitligisten darauf einstellen, auf diese Art und Weise Fußball zu spielen. Wir werden es versuchen. Ja, aber trotzdem war natürlich jetzt nochmal eine höhere Qualität, auch individuelle Qualität als letztes Jahr bei Bayern. Weil sie da auch schon gute Spieler gehabt haben. Dorsch hat sich durchgesetzt. Pantovic hat bei Bochum schon mal gespielt. Also haben sie letztes Jahr auch schon eine gute Mannschaft gehabt. Aber wie gesagt, das ist nicht Tim Walter gegen mich, sondern Kiel gegen 60. Tim Walter hat gesagt, dass der Unterschied zwischen zweiter und dritter Liga gar nicht so groß ist von der Qualität her. Wie siehst du das? Ja, wenn man sieht, die Aufsteiger in den letzten Jahren haben eigentlich immer sehr gut mitgehalten in der zweiten Liga. Und wenn du in der dritten Liga aufsteigen willst, dann brauchst du eigentlich fast schon eine Zweitligamannschaft, weil die Qualität in der dritten Liga so hoch ist und auch ähnlich Fußball gespielt wird, auch ähnlich intensiv. Also denke ich schon, dass die Mannschaften, die vorne in der Tabelle stehen, auch durchaus in der zweiten Liga spielen könnten. Gibt es denn für dich einen Grund, die Mannschaft zu verändern im Vergleich zum 0:1 gegen Uerdingen? Oder sagst du, never change a winning team, in Anführungszeichen, natürlich, aber... Moralisch zumindest, ja. Das hast du ja schon beantwortet, die Frage. Also, nachdem wir nicht gewonnen haben, ist für mich immer eine Option, die Mannschaft zu ändern. Auch gerade taktisch die Frage, wie wir am besten mit dem System von Tim Walter zurechtkommen. Das sind für mich immer Überlegungen, auch das System zu ändern, auch personell zu ändern. Aber wie gesagt, jetzt haben wir heute Freitag. Sonntag ist dann, sagen wir mal, morgen Abend weiß ich es auf jeden Fall, aber heute ist noch zu früh. Wieso hast du der Mannschaft heute freigegeben? Ja, weil ich das Gefühl habe, dass er einfach mental und körperlich einfach mal eine Pause braucht. Es ist einfach wichtig, dass wir am Sonntag 90 Minuten in der Lage sind, bis zum Erbrechen zu laufen. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass wir haben jetzt die letzten 2 Tage sehr hart trainiert mit den Jungs, die hier waren, auch in der kleinen Trainingsgruppe, 12 Spieler. Die anderen hatten das Spiel im Protopokal und dementsprechend war es heute eigentlich aus unserer Sicht besser, den Jungs am Tag freizugeben. Wie weit ist der Aaron? Aaron macht es gut im Training, aber trainiert jetzt eine Woche und wird nur ein bisschen brauchen, bis er für die Kader in Frage kommt. Okay. Ihr spielt einen Gegentreffer, die machen dir sicherlich Sorge. Nimmst du dann Spieler in die Pflicht? Gehst du da in Einzelgespräche auch vielleicht zu den Erfahrenen gerade, um zu sagen, was passieren muss in so einer Phase, dass sie einfach wacher sind vielleicht? Oder wie hast du das thematisiert? Ja, wir versuchen ja alles, in Einzelgespräche, Videoanalysen. Aber entscheidend ist für mich, dass wir werden auch der 85. werden wir, glaube ich, Tabellenführer. Also das ist schon mal positiv, dass wir bis der 85. eigentlich ganz gut spielen. Und jetzt geht es halt darum, einfach die letzten Minuten noch gut über die Bühne zu bringen und vielleicht sogar die Spiele einfach schon vorher zu entscheiden. Wir hatten in Osnabrück die 2 Riesenchancen durch Grimaldi und durch Kaga, das 3-0 und das 4-0 zu machen. Haben wir es nicht gemacht, dann machen wir zu viele Fouls hinten. Das hat was mit Cleverness zu tun, da sind wir dabei. Da die Mannschaft hinzubringen, dass wir einfach cleverer agieren, gerade hinten raus.
Und gegen Uerdingen das Tor, ich bin 4 gegen 2, da fällt die Kette zu früh, sind wir vielleicht auch den einen Schritt dann zu spät. Mhm. Und das ist auch die Erkenntnis, in der Liga jeder Meter zählt. Das habe ich Ihnen auch gesagt, jeder Meter zählt in der Liga, ob ich den Bereitschaft oder die Bereitschaft habe, in den 94 noch den Meter zu machen oder nicht. Und das sind jetzt erstmal die Lehren und jetzt müssen wir es einfach umsetzen. Mhm. Ist dir auch bewusst, dass es hier im DFB-Pokal auch um sehr viel Geld geht? Also wirst du das deinen Spielern auch nochmal sagen? Ist ja ganz sicher. Ja, wir wissen schon, dass es um Geld geht, ist ja klar. Und deswegen wollen wir es ja auch schaffen. Aber für mich geht es rein ums Sportliche. Also ich bin nicht der Michael Schauert. Ich glaube, der ist eher darauf bedacht, dass wir das Spiel gewinnen wegen dem Finanziellen. Aber ich bin Sportler. Ich will das Spiel auch wegen dem Sportlichen gewinnen. Ich will sehen, dass wir als Mannschaft auftreten, dass wir als Kollektiv super verteidigen, dass wir es Kiel möglichst schwer machen, Tore zu erzielen. Und dann, glaube ich, haben wir auch Chancen im Umschaltspiel, sich vielleicht auch ein oder andere Mal vor Probleme zu stellen. Die ersten Wochen sind rum. Wie zufrieden bist du mit Grimaldi? Ja, sehr. Also er hat jetzt 2 Tore, 3 Vorlagen schon. Hätten, glaube ich, noch mehr Tore sein können. Das weiß er auch selber. Das ist dementsprechend einerseits sehr positiv, andererseits können wir noch an Dingen arbeiten. Torabschluss, ein bisschen ruhiger bleiben. Vielleicht auch die Kraft sich ein bisschen einteilen, dass er dann auch in der nötigen Situation auch die Körner hat, um dann das Ding zu finalisieren. Aber ich finde, dass er super herpasst. Also von seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, von seiner Mentalität, von seiner Ausstrahlung, ist er ein idealer Spieler für 60 München. Wie meinst du das? Vom Typ her einfach, also dass er die alle mitreißt, dass er sich engagiert. Ist einfach ein Typ, das sieht man auf dem Platz, er stellt was dar und glaube ich, die Leute können sich auch sehr identifizieren mit der Art und Weise, wie er spielt. Er spielt sehr körperbetont, er gibt keinen Ball verloren, versucht sich auch immer für die Mannschaft aufzuopfern. Das sind alles Attribute, die wir eigentlich bei dem Verein leben wollen und das bringt er total auf den Platz. Hast du einen guten Blick gehabt? Ja, und er hat noch Glück, dass er sich für uns entschieden hat, weil er hatte auch mehrere Angebote und deswegen kann man echt vom Glück sprechen, dass er hier ist. Ihr habt ja letztes Jahr gegen Ingolstadt gespielt. Für dich als Trainer wahrscheinlich damals eine relativ frische neue Mannschaft. Wundertüte irgendwo. Habt dann einen großen Kampf geliefert. Jetzt habt ihr ein Team, das schon gegen große Namen auch gespielt habt. Qualitativ sicherlich stärker. Was ist für dich als Trainer angenehmer? Situation letztes Jahr oder die in dem Jahr jetzt? Schwer zu vergleichen, wie du gesagt hast. Ich denke, letztes Jahr waren wir ein zusammengewürfelter Haufen am Anfang. Und trotzdem haben wir, sagen wir, die Zeit genutzt, um daraus eine Mannschaft zu machen. Zu dem Zeitpunkt waren wir schon eine, finde ich. Wir haben es Ingolstadt sehr schwer gemacht. Ich glaube, 81. Minute der Elfmeter zum 2:1 erst. Davor hatten wir sogar eine andere Einschussmöglichkeit. Klar hätten wir auch vorher schon 2 oder 3:0 hinten liegen können in dem Spiel. Und genauso wollen wir es auch am Sonntag machen. Wir wollen es einfach Kiel maximal schwer machen, gegen unser Tor zu erzielen. Und dann einfach lauern, dass wir unsere Chancen kriegen. Und die müssen wir dann eiskalt nutzen, weil viele werden wir nicht kriegen gegen Kiel.